Also frage mal, welche Bücher er sonst noch liest, außer seine Bücher. Also es gibt natürlich Personen, die ich auch schätze. Und das Problem ist nur, wenn ich das jetzt sagen würde, also mache ich mir selber Konkurrenz. Es gibt natürlich ein paar Bücher auch in den Bestsellerlisten, wo ich wirklich sage, Mensch, also das kaufe ich mir und auch und das lese ich auch. So gerade so Ratgeberbücher lese ich persönlich gerne aus den und wenn Politiker, die mir persönlich was bedeutet haben und die zufällig vielleicht auch aus Hamburg kommen, dann muss man dann natürlich loyal sein und das auch lesen. Ja, Sebastian Schreiber von HR Online. Also wenn ich das jetzt mit der zum Beispiel vergleiche, ich bin 18 Jahre alt und ich mein Freund zu laut. Also nochmal von vorne. Ich bin Sebastian Schreiber und ich bin 18 Jahre alt und wenn ich mich in meinem Freundeskreis so umhöre, da weiß eigentlich keiner, was er mal werden will. Kaum einer. Und jeder sagt, da habe ich keine Perspektive, da brauche ich ja nur Glück, da muss ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Inwiefern spielt denn Glück dann eine Rolle und woher kommt diese Orientierungslosigkeit in meiner Altersklasse dann? Ja, also ich glaube, dass das nichts mit deinem, mit hier und heute was zu tun hat, sondern ich glaube, so eine gewisse Orientierungslosigkeit gab es schon immer. Das war bei mir früher genauso, also jetzt nicht für meine Person, aber in meiner Klasse war das genauso. Wenn du da die Leute gefragt hast, ich war vor zwei Wochen auch das letzte Mal in so einer Schule und habe mit denen da diskutiert, da wussten 99,9% der Leute nicht, was sie werden sollen. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass natürlich, ich habe auch so das Gefühl, dass die Lehrer relativ wenig mit den Schülern drüber reden. Und dass, also Leute wie du auch, manchmal muss ich da einfach so ein bisschen in sich hineinhören. Ja. Es gibt ja ganz viele, sagen wir, die nur Dreien haben, ja, oder nur Vieren oder nur Fünfen, also wo eben alles scheiße ist oder alles mittelmäßig oder alles vielleicht auch toll. Ich glaube, man muss da wirklich in sich reinhorchen. Es kann ja nicht sein, dass man auf nichts Bock hat. Ja. Also du jetzt zum Beispiel, du sitzt hier in so einer Pressekonferenz auf einer Buchmesse, da würde ich doch erstmal sagen, würde ich dir doch unterstellen, dass du irgendeine Affinität zu Büchern hast. Also weißt du doch schon, wo du hingehörst, musst du also in die Buchbranche gehen. Ja. Die Leute müssen sich natürlich... Ich war übrigens überrascht, als ich mit den Leuten in der Schule gesprochen habe, wie gut die sich einschätzen konnten. Da war also keiner, der zu mir gesagt hat, ich möchte Popstar werden oder Maler oder Schauspieler oder dieses ganze Gewäsch. Ja. Sondern die konnten, der eine wollte eben so Gartenarchitekt werden und der andere wollte irgendwie so Sportjournalist werden. Das war alles so möglich, ja, und alles sehr realistisch. Aber ich glaube einfach, das ist so eine Selbstbesinnung. Da muss man natürlich, ich glaube nicht, dass es irgendwie viel Sinn macht, da ganz viele Menschen drüber, also jetzt Mama, Papa und Freunde zu fragen. Das Allerschönste bei sowas ist natürlich, man macht während der Studienzeit oder während der Schulzeit Praktika, dass man mal in die Firma reingeht, sich das mal anguckt, in die Firma und so. Und wenn es auch nur für eine Woche ist, das reicht oft dann doch dazu, dass man weiß, also das will ich nun überhaupt nicht machen. Und da kann man, die meisten Leute sind einfach faul. Und ja, weil da gehört natürlich so ein Antrieb dazu. Wenn wir jetzt 6 Wochen Sommerferien haben, ja, dann denken eben jeder nur an Urlaub, an, ey, ich will Spaß haben, und das verstehe ich auch völlig, ja. Aber wer denkt denn, Mensch, ich mache jetzt mal bei da und in der Firma, frage ich mal an, ob ich da umsonst ein Praktikum machen kann. Da muss man eben so ein bisschen Gas geben. Gerade eben ein junger Mann, bevor Sie reingekommen sind, sein Buch in die Hand gedrückt. Das habe ich zwei Fragen. Zum einen, was passiert mit diesem Buch? Wo hat es Ihnen gegeben und nicht den 1000 anderen Literaten, die hier noch sind? Und zweitens, ist es eine Form von literarischer Genugtuung, dass junge Menschen Ihnen schon ihre Bücher, nicht nur ihre CDs, sondern auch ihre Bücher geben? Nein, also ich muss Sie jetzt enttäuschen. Bei mir zu Hause liegen Kisten voll Bücher. Also alle, außer glaube ich Grass, haben mir noch nie sein Buch geschickt. Aber ganz viele Menschen schicken mir ihre Bücher und fragen natürlich, sag mal, kannst du mir nicht irgendwie helfen? Jetzt nicht beim Content von so einem Buch, sondern, Mensch, wie kann ich das denn vermarkten? Die meisten Leute haben ja dieses große Problem, sie haben ein Buch geschrieben und kein Schwein interessiert das. Das ist ja, glaube ich, das große Problem. Und ich glaube auch bestimmt, dass es viele tolle Bücher gibt, ja, die kein Mensch liest, weil sie irgendwie nicht an die Öffentlichkeit kommen.
Da kann ich den Moment auch immer nur sagen, wenn nichts geht, versucht irgendwie vielleicht was im Internet in Regel zu kriegen, weil wir haben natürlich, das war vor 6 Jahren noch nicht so, ja, eine Plattform, wo man natürlich auch viele Sachen an die Öffentlichkeit bringen kann. Ja. Aber das ist natürlich überhaupt das große Nadelöhr für alles, für jeden Musiker, für jeden Buchschreiber, für jeden Schauspieler, wie komme ich an die große Masse, an die Menschen, denen ich überhaupt mein Talent vorstellen kann. Und erfindende Sendung Deutschland sucht den besten Autoren, da kann jeder dann vorlesen, ein paar Sätze aus seinem neuen Buch, vielleicht läuft es bei Arte. Naja, ich meine, bei türkischen Basar, ja, denke ich, dass es heute zum Beispiel unheimlich verpönt ist zu handeln. Ja, aber jeder muss doch zum Beispiel, wenn du zum Chef gehst oder in einer Firma gehst, musst du irgendwie deinen Wert austarieren. Und das ist ganz schwer. Und wenn man das natürlich nie gelernt hat, ist es ja irgendwie, also ich versuche bei allem zu handeln. Ja, da sagen die Leute immer nur, wenn ich den sauber tick. Aber ja, zum Beispiel hier mit meinen Geschäftspartner, die sagen natürlich immer, die fangen immer an bei 0 Euro. Ja. Am besten soll ich noch Geld mitbringen. Und da muss man ganz heftig auch mit ihm, ja, ihr könnt mir das nicht vorstellen. Da ist dann eben Aufregen und du kannst mich mal und ich weiß nicht was. Ja. Und irgendwie nähert man sich dann an. Und man darf, also handeln kann man nicht von heute auf morgen lernen. Ich glaube, das muss man einfach sein ganzes Leben machen. Und ich habe das schon immer, also irgendwie versucht, irgendwie, ja, wenn ich irgendwie zum Obsthändler gehe und 3 Äpfel kaufe, dann sage ich dem auch, komm, der 4 ist umsonst. Ja. Dann sagen alle, du hast sie nicht alle, du bist doch reich und so. Aber es geht mir echt ums Prinzip. Also es geht mir oft ums Prinzip. Ja, dass man, also ich versuche das jeden Tag. Also Gott hat ich auch, also ich versuche immer mit den Leuten zu handeln. Und das ist, weil das kriegst du dir auf der Schule nicht beigebracht. Und wenn du dich bei einem Firmenchef bewirbst, ist doch ganz klar, dass der versuchen wird, dir möglichst wenig Gehalt zu geben und du willst möglichst viel Gehalt haben. Und da braucht man dieses Fingerspitzengefühl. Und es ist ganz einfach, zum Beispiel, wenn ich in Marokko war oder wo auch immer, ja, dann war es, da gab es halt ja die Urlauber, und die sind dann da rein und dann haben die um 20% runtergehandelt und dann waren die ganz, ganz happy. Ich habe die Leute versucht, Minimum auf, also 90% runterzuhandeln. Das hat dann mit einigen Straßenhändlern, habe ich wirklich 6 Tage lang gehandelt. Aber wenn ich nach 2 Wochen weggefahren bin, ja, da in meinem Urlaubsding, hatte jeder Straßenhändler Respekt vor mir. Weißt du, weil die alle gedacht haben, der lässt sich nicht von uns verarschen. Und das hat mich stolz gemacht. Und deshalb sehe ich das so nicht. Ich handle mit allen bis aufs Blut. Also mit ihm dann nicht, manchmal habe ich so ein bisschen Mitleid.